In Kasachstans größter Stadt Almaty, aber auch in anderen Teilen des Landes herrscht Ausnahmezustand. Was als Protest gegen erhöhte Gaspreise begann, ist inzwischen zur schweren politischen Krise geworden. Na, angefangen hat das ja alles am Wochenende, als die Preise für Flüssiggas sich gedoppelt haben. Da hatte die Regierung die Preise künstlich niedrig gehalten mit Subventionen. Und das hat eben viele wütend gemacht, dass die Preise so hoch gestiegen sind, weil viele eben Flüssiggas als Benzin für ihre Autos benutzen. Ein weiteres Erbe der Sowjetzeit ist Kasachstans Bündnis mit Russland. Dass Moskau bei den Protesten eigene Truppen entsendet, verwundert deshalb nicht. Beide Länder sind durch die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit eng verbunden. Russland betreibt diverse Militärstützpunkte in Kasachstan, aber auch den berühmten Weltraumbahnhof Baikonur in der kasachischen Steppe. Nach dem Fall der Sowjetunion erklärt 1991 Kasachstan als letztes Land seine Unabhängigkeit und wird drei Jahrzehnte vom autoritären Machthaber Nursultan Nazarbayev regiert. Obwohl er 2019 als Präsident zurücktritt, zieht der heute 81-jährige Beobachtern zufolge allerdings weiter die Strippen. Durch eine Verfassungsänderung wird sogar die Hauptstadt Astana nach ihm benannt, nämlich Nursultan. Eine Opposition gibt es in dem Steppenland nicht. Trotz verschiedener Anläufe hat es die Sozialdemokratische Nationalpartei nie ins Parlament geschafft. Die Parlamentswahl 2021 boykottierte sie. Und ausgebrochen sind diese Proteste im Westen des Landes. Dort wird vor allem Kasachstans Gas und Öl gefördert. Und dort ist aber auch die Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit besonders groß. Und darum ging es ursprünglich bei diesen Protesten. Dazugekommen ist aber auch viel politische Unzufriedenheit, die sich quasi dann an die Oberfläche kam durch diese Proteste. Und dass es so schnell eskaliert hat, kommt, glaube ich, auch dadurch, dass die Regierung so langsam reagiert hat. Ursprünglich haben die gesagt, man könne ja an den Preisen nichts ändern. Gestern hieß es dann, man könne sie doch niedriger machen. Und der Rücktritt der Regierung, der wird von vielen Protestierenden... Die Wut in Kasachstan auf das herrschende autoritäre Regime ist enorm. Die normale Bevölkerung bekommt vom Rohstoffreichtum wenig zu spüren. Die aktuelle Krise legt die sozialen Spannungen offen. Hinweise kam bei den Protesten auch aufgestaute Frustration über die mangelnde Rechenschaftspflicht der Regierung durch. Seit der Unabhängigkeit von der ehemaligen Sowjetunion hat eine kleine Elite enormen Reichtum angehäuft, während das Leben vieler einfacher Kasachen immer noch hart ist, besonders im rohstoffreichen Westen des Landes. Aber wir erleben jetzt nicht gerade irgendwie eine Demokratisierung des Landes, sondern es geht einfach nur von einer Elite zur nächsten. Das ist meine Vermutung und das sehen auch andere Experten so. Man muss dazu wissen, es gibt praktisch keine Zivilgesellschaft. Also im Nachbarland Kirgisistan, das ist ja auch bekannt für viele Revolutionen, da gab es gerade Ende 2020 auch nochmal einen Regierungsumsturz. Dort gibt es zumindest eine funktionierende Zivilgesellschaft, die also Menschenrechtler, Juristen sind geschult, auch die Journalisten, die haben internationale Trainings erhalten. Die wissen, es gibt keine alternativen Figuren, die irgendwie vom Grunde auf, aus der Basis der Gesellschaft her jetzt tatsächlich eine Alternative wären. Und deshalb wird es wohl, wie man jetzt auch sieht, mit Unterstützung von Militär neue Posten besetzt werden. Aber eigentlich wird wahrscheinlich es einfach nur zum Elitenwechsel kommen, genau. Die haben ein demokratisches Bewusstsein. Das alles gibt es in Kasachstan leider nicht, weil eben die Führung über viele, viele Jahre jegliche Kritik unterdrückt hat, keine Medienfreiheit zugelassen hat. Und ja, die Menschen gehen jetzt in Kasachstan auf die Straße, aber was wollen sie? Das ist eigentlich die große Frage. In unserer geliebten Stadt gibt es massive Angriffe auf Polizeibeamte. Einige von ihnen wurden getötet und verwundet. Scharen von Banditen verprügeln Dienstleistende, verhöhnen sie, führen sie nackt durch die Straßen, missbrauchen Frauen, rauben Geschäfte aus. Die Situation bedroht die Einwohner von Almaty.
Sie kann nicht toleriert werden. Statistik der Terrorakte, welche die Banditen durchgeführt haben, echte Terroristen, ist uns bestens bekannt. Sie treiben jetzt gerade in Almaty ihr Unwesen, wie auch in anderen Städten. Sie besetzen Objekte der Infrastruktur. Und das Wichtigste ist, sie besetzen die Gebäude, wo sich Schusswaffen befinden. Sie liefern sich Gefechte mit den Kadetten der Militärakademien. Jetzt gerade läuft ein Gefecht bei Almaty mit der Fallschirmjägereinheit des Verteidigungsministeriums. Es läuft ein erbitterter Kampf. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass von unserer Seite, unter der Berücksichtigung, dass diese terroristischen Banden im Grunde internationale Banden sind. Sie wurden im Ausland intensiv ausgebildet. Und der Angriff auf Kasachstan kann man betrachten und muss man auch betrachten als einen Akt der Aggression. In diesem Zusammenhang berufen wir uns auf den Vertrag zur kollektiven Sicherheit. Und ich habe mich heute an die Staatsoberhäupter der Mitglieder des OVKS gewendet, mit der Bitte, Kasachstan Hilfe zu leisten zur Überwindung dieser terroristischen Bedrohung. Kasachstan ist ein transkontinentales Land, das in Zentralasien und in Osteuropa liegt. Es teilt die zweitlängste Grenze der Welt mit Russland und grenzt auch an China, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan und das Kaspische Meer. Mit einer Gesamtfläche von 2,7 Millionen Quadratkilometern ist Kasachstan das neuntgrößte Land der Welt. Insgesamt leben in Kasachstan etwa 18,7 Millionen Menschen. In Kasachstan lebt eine große russische Minderheit. Etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung sind ethnische Russen. Mehr als 70% sind Muslime, 26% sind Christen und die Wirtschaft Kasachstans ist die größte in ganz Zentralasien, wuchs jährlich um etwa 8% bis 2013. Jedoch konnte Kasachstan dieses Wirtschaftswachstum ab 2014 Kasachstan selbst ist ein rohstoffreiches Land und deshalb strategisch wichtig für China und Russland. Die Einnahmen aus der Ölförderung machten 2020 gut ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts aus. Doch genau diese Abhängigkeit von dem Rohstoff führte 2014 zu einer schweren Krise, als die Ölpreise einbrachen. Kasachstan ist das führende Land in der Uranproduktion und macht etwa 35% der weltweiten Produktion aus. Ebenso verfügt es nach Australien über die zweitgrößten Uranreserven der Welt. Kasachstans größte Exportgüter sind Öl und Ölprodukte. Exportpartner Kasachstans sind Italien, China und die Niederlande, während die größten Importpartner Russland, China und Deutschland sind. Auch mit dem Nachbarland China ist Kasachstan eng verknüpft, vor allem wirtschaftlich. Peking investiert massiv in die kasachische Infrastruktur. Kasachstan investiert viel Geld in den Tourismus. Jährlich besuchen rund 6,5 Millionen Touristen Kasachstan, die Im Kreml in Moskau haben die Präsidenten von Russland, Weißrussland und Kasachstan, Dmitri Medvedev, Alexander Lukaschenko und Nursultan Nazarbayev, ein Grundsatzabkommen zur Gründung einer Eurasischen Wirtschaftsunion unterzeichnet. Die Gemeinschaft soll bis 2015 gegründet werden. Bereits 2012 soll eine überstaatliche Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Wir haben ein Abkommen zur Gründung der Eurasischen Kommission unterzeichnet, eine Erklärung zur eurasischen Wirtschaft, Integration und Regulation. Und damit haben wir einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Eurasischen Wirtschaftsunion getan, die die Zukunft unserer Länder bestimmen wird. Auch der kasachische Präsident zeigte sich zuversichtlich. Mit der Gründung dieser Organisation wollen wir sicherstellen, dass es sich um eine echte Union handelt, die größte und attraktivste in der postsowjetischen Welt, der auch die Nachbarländer beitreten. Parallelen zur EU sind unübersehbar und doch soll sich die Eurasische Wirtschaftsunion deutlich abheben. So sagte Medvedev, man sei zwar offen für neue Länder, wolle aber nicht den Fehler der EU wiederholen, die bei ihren Erweiterungsrunden allzu oft die Katze im Sack gekauft habe.